Ein Langstreckenflug so günstig wie ein Zugticket nach Mailand. Für rund 200 Euro von Köln-Bonn in die Karibik. Discountpreise für den Urlauber. Und das ist erst der Anfang. Am Flughafen Köln-Bonn können wir aktuell wieder steigende Verkehrszahlen feststellen. Wir sprechen davon so ein bisschen, dass die Low-Cost-Carrier jetzt hier in so eine zweite Welle eintreten. Wir haben einerseits Ryanair mit einem Fokus auf die größeren Flughäfen. Und dann sehen wir demnächst ab Oktober ja auch noch die Low-Cost-Langstrecke am Flughafen in Köln-Bonn durch Eurowings betrieben. Eurowings, der neue Billigflieger von Lufthansa, fliegt ab Ende des Jahres etwa nach Kuba und Thailand. Und auch andere Airlines stocken massiv auf. Ryanair bietet in Köln-Bonn 7 neue Strecken in Europa an und baut weiter aus. Das bedeutet weit über 100 zusätzliche Flüge pro Woche mehr. Der Kunde jubelt, die Anwohner des Flughafens nicht unbedingt. Das ist viel, 100 Stück. Ja, und jetzt ist ja schon viel. Das geht eigentlich nicht mehr. Weil die sind halt ziemlich recht laut und das mag man halt nicht, wenn etwas laut ist. Christopher, Rudi und Silvia werden viel von dem neuen Flugverkehr mitkriegen. Sie wohnen in Siegburg-Stallberg, direkt in der Flugschneise. Dabei war die Familie lange vor dem Flughafen da. Und heute wohnen Kinder, Enkelkinder, Schwager und Schwester alle drumherum. Wegziehen ist keine Option. Das ist das Elternhaus meines Mannes. Und wir konnten dann auch aufgrund seiner Mutter, dass er das gehörte, konnten wir dann zusammen auch mit den Söhnen bauen. Die ganze Familie, auch seine Schwester, wohnt im oberen Haus. Wir wohnen also fast alle zusammen. Und das ist eben sehr schön, sehr harmonisch. Und das käme für uns nicht in Frage. Zumal auch die Umgegend hier wunderschön ist. Wir haben hier die Sieg, wir haben den Michelsberg, wir haben Wald. Eine ganze Region leidet unter dem Fluglärm, auch nachts. Denn hier gibt es kein Nachtflugverbot. Der ganze Lärm addiert sich zu einem Dauerschallpegel, der 16-fach über dem liegt, was die Weltgesundheitsorganisation für unbedenklich hält. Moment, wenn ich jetzt Flugzeug fliege, kann ich schlecht hören. Ja. Nochmal. Der Schwager und Nachbar von Rudi Neuber wollte es genau wissen. Wie laut ist es hier eigentlich? Also ich habe gemessen, dass verschiedene Flugzeuge mit 78 dBA hier Krach machen, solange sie drüber fliegen. Wenn sie weggehen, geht die Messung wieder runter. Ich meine, wir können jetzt hier laut sprechen. Da kommen wir auch schon hier jetzt manchmal auf 80 dBA. Ne? Warum der viele neue Verkehr am Airport Köln-Bonn? Erstens ist er billig. Zweitens, er hat noch Kapazitäten frei. Und der Joker? Die Nachtflugerlaubnis am Flughafen Köln-Bonn ist für das Geschäftsmodell des Flughafens extrem wichtig. Die Fluggesellschaften nutzen gerne die sogenannten Tagesrandstunden, also so zwischen morgens 5 und 6 Uhr oder auch zwischen 22 Uhr und Mitternacht, um ihre Umlaufplanung zu optimieren, um ihre Flugzeuge optimal einsetzen zu können. Klar, das Geschäft floriert. Aber was ist mit der Gesundheit der Anwohner? Die Augen kann man schließen, die Ohren nicht, sagt Professor Münzel von der Uniklinik Mainz. Die liegt in der Einflugschneise von Frankfurt. Auch deshalb hat er untersucht, was bei Fluglärm im Körper passiert. Jeder, der überflogen wird, wird mit einer vegetativen Aktivierung reagieren. Wenn dies immer wieder passiert, führt es dazu, dass die Gefäßfunktion, also die Weichheit, die Elastizität der Gefäße, die wir auch messen können mit unserem Ansatz, schlechter werden wird. Das wird bedeuten, dass zum einen der Blutdruck ansteigen kann, dass Herzkranzgefäße sich verengen können und das erklärt dann langfristig, warum ein Bluthochdruck entstehen kann, aber auch mehr Herzinfarkt und Schlaganfall. Und nicht nur Ältere, sondern auch junge Menschen zeigen diese Reaktion. Alle Probanden mussten entweder 30 oder 60 simulierte Nachtflüge aushalten. Für die Kardiologen klar zu sehen, die Gefäßwände reagieren bei allen deutlich auf den Lärm. Sie erstarren quasi. Und auch das ist verblüffend. Psychologie spielt hier keine Rolle. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige neue Situation, dass wir sagen, die Gefäßfunktion verschlechtert sich unabhängig, ob sich darüber einer ärgert oder nicht. Sogar bei Kindern leidet die Gesundheit, zeigen neue Studien aus Deutschland und England. Was gezeigt worden ist bei der sogenannten Rennstudie, das war eine große Studie, die in Heathrow durchgeführt worden ist, oder jetzt in dieser NORA-Substudie, dass die kognitive Entwicklung von Kindern durch den Lärm verzögert wird, 6-7 Wochen ungefähr. Und man diskutiert natürlich jetzt, was hat es für einen Impact für die Gesamtentwicklung des Kindes. Christopher kennt das Gefühl, fast jede Nacht schlecht zu schlafen, morgens kaputt zu sein.
Nur im Urlaub schläft er gut. Also wir waren ja letztens in Berlin und da habe ich kaum Flugzeuge gehört. Da halt. Und also in Berlin war es, habe ich gar nichts gehört. Vielleicht sollte er öfter nach Berlin. Eurowings will nämlich bis 2017 noch 5 weitere Flugzeuge in Köln-Bonn stationieren. Aber wer denkt dabei an die Gesundheit der Menschen?